Damen, aus dem Herzen von Köln-Ehrenfeld, das Comedy-Lab! Heute mit dem Komiker Klaus Renzel! Und natürlich dem Olympioniken der Herzen, Knacki Deiser! Also, Montag, der 1.3.2010. Ach, wir sind im März angekommen. Also das ist was für ein Winter, oder? Erst Schnee, dann Eis und jetzt Sturm. Ey, ich meine, wer hat diesen Winter gesponsert, hä? Jack Wolfskin? Also das ist ja, Es ist immer toll, wenn Montagabend so anfängt. Weißt du, ich trinke schon ganz viel Espresso, das ist die Uhrzeit. Aber Vancouver ist ja jetzt vorbei. Weißt du, ein Sommermärchen geht dem Ende entgegen. Das ist ein... Nein, das olympische neue Motto war ja, Überleben ist alles. Man hat das Gefühl gehabt, Vancouver hat ein bisschen was geändert. Alles war schneller, höher, gefährlicher. Und wir haben uns gedacht, wenn das der Trend ist, dann übernehmen wir das natürlich im Lab auch. Wir haben das Lab nämlich auch ein bisschen schneller und gefährlicher gemacht. Lars! Okay. Lars! Komm mal. Super, Lars. Spitzenmäßig. Danke. So, auch so. Auch so. So. Also, da hat keiner gemerkt, dass wir das geprobt haben. Nee, super. Aua, mein Hinterkopf. Ja, gab unglaublich viele Unfälle. Ich glaube, wir werden ganz viele bekannte Gesichter auch dann wiedersehen bei den Paralympics. Toyota ärgert sich im Nachhinein. Also die hätten, also so wie das da abgelaufen ist, wären die gerne Hauptsponsor gewesen. Das hätte so ein bisschen zu ihrem neuen Image gepasst. Aber ein Riesenkampf war ja am Ende der Medaillenspiegel. Der Medaillenspiegel, das ist ja nur wirklich eine Sache. Kanada haben die meisten Goldmedaillen. Ich glaube, 14 waren es jetzt. Gell? Und Kanada hatte vorher, wenn Olympische Spiele im eigenen Land waren, noch nie Goldmedaillen. Own the Podium hieß es. Sie waren jetzt vielleicht nicht mehr ganz so fair, wie sie früher waren, sagte man, aber sie haben jetzt die meisten Goldmedaillen. Das Problem ist nur, es gibt, das wissen die wenigsten Menschen, zwei Medaillenspiegel. Es gibt einen für Europa und eigentlich Rest der Welt und es gibt einen nordamerikanischen Medaillenspiegel. Überall auf der Welt stehst du oben mit den meisten Goldmedaillen. Aber in Peking haben die Amis verstanden, dass sie nicht die meisten Goldmedaillen kriegen, aber die meisten Medaillen und haben einfach den Medaillenspiegel umdefiniert. Und seitdem stehen in Nordamerika die Amerikaner vorne. Und die Kanadier sind so ein bisschen sauer, weil jetzt sind sie so gut und die kriegen, stehen nicht oben. Weißt du, die, und die, die sie haben, verteidigen sie jetzt. Also, wisst ihr, die haben ganz viele Schusswaffen gekauft, um das Notfall auch zu verteidigen. Also, wir wollen jetzt die Olympischen Spiele auch nochmal ausklingen lassen, nämlich mit einer Sportart, die wir neu entwickelt haben, und zwar das Tischcurling. Und dazu hole ich meinen Lieblingsami. John? John? Okay. Also, für alle, die es nicht wissen, also Curling ist ja eine unfassbar aufregende Sportart. Also die ist ja wirklich Hightech, Spannung, da ist Adrenalin. Wir spielen das auch. Wir haben hier einen Mittelpunkt. Den kannst du auf jedem Tisch spielen, jeder Kneipe. Zwei Punkte und man muss die rüberblasen. Wer am nächsten dran ist, kriegt einen Punkt. Ja? Wenn ich beide am nächsten habe, bekäme ich sogar zwei. Man kann den anderen raushauen. Genau. Normalerweise ist immer der im Vorteil, der an zweiter Stelle ist. Deswegen in dem Fall, ich bin ganz fair und fang mal an. Wie war es denn? Wie war es denn eigentlich so? Fair, weil ich muss die Amis ein bisschen pampern. Die haben verloren gestern im Eishockey. Wir waren hinter euch Deutschen. Das war irgendwie für uns, wir müssen in Behandlung gehen. Ja. Jetzt, weil wir Dritte waren, aber es geht. Das Leben geht weiter. Eishockey war schwierig. Wir haben ein Tor zu wenig gemacht. Ja. Und wir haben verloren, 3-2. Oh. Und jetzt müssen die ganzen Jungs nach Guantanamo Bay zum Sondertraining. Und ich sage, es gibt kein Eis da, aber wir machen es. Okay, los geht's. Das ist die Linie und wer näher am Punkt ist. Oh, das sieht gut aus. Oh, da geht Knacki die Puste aus. Das ist die Pole. Kann er das schaffen? Kann er das schaffen, John? Der Ball geht da vorne. Und da ist er vorne. Oh! Wenn der umgefallen ist, ist er umgefallen. Das war Fremdwirkung. Und Knacki hat jetzt schon. Oh, zu feste. Okay. Das müsste jetzt einfach sein. Spannend. Das müsste einfach. Wird schon die erste Runde schaffen. Und er schafft das. Er ist nicht dran. Yeah. Der Andi holt auf. Ja. Drei Runden. Yeah. Mann, das ist die Rache. Das ist die späte Rache. So, und John legt los. Okay.
Oh, da geht die Puste auch schon sehr dicht. Er ist doch gedopt. Ich wollte ihm einfach nur ein bisschen Vorsprung geben. So, aber jetzt knacke, komm. Feste, 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 feste. Und hey, 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 ja. Oh, sehr dicht dran. Und John Deere hat ja keine Konzentrationsphase und er kickt sich selbst raus. Und das aber ist, kann zwei Punkte machen, weil wenn nämlich beide von mir vorne sind, dann gibt es zwei Punkte. Bei mir sogar vier. Aber hau dich nicht selbst raus. Okay. So, unspannt. Knacki, erklärt mal. Oh, da ist ihm vorher schon die Luft ausgegangen. Okay, okay. 1-1, das Gleichstand, Endspiel. Ne? Gleichstand, okay, Gleichstand. Jetzt. Jetzt. Hey, 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 hey. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und die Stimmung halten, das wird schon toll. Da ist er nicht da, da ist er. Oh, da ist er nicht da dran, die Kamera von oben hat das gemacht. Hey, 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 oh, oh, umgefallen. Aber die richtige Taktik, die richtige Taktik. Du musst jetzt dagegen. Du musst dagegen schon. Er versucht ja zu manipulieren. Eigentlich hat er ja schon gewonnen, was bleibt. Und er ist sogar noch nicht da dran. Das hat er. Schön. Yeah. Schon, danke schön. Yeah. Yeah. Wahnsinn. Mm. Ah, wir arbeiten. Aber eine Tür kriegen sie nicht zu. Außer mit dem Türöffner. So, also, wir hätten noch Verbesserungsvorschläge. Wir haben ein bisschen nachgedacht. Also, Abfahrt ist natürlich ein Knaller. Eishockey ist ein Knaller. In Europa ist Skisprung, Biathlon, Eiskunstlaufen natürlich ein Ding. Und wir haben uns überlegt, außerdem, das wissen die wenigsten Menschen, Biathlon ist eigentlich eine italienische Sportart. Eine Militärsportart der Italiener, was man ja auch nachvollziehen kann. Die knallen noch was und dann hauen sie im Wald ab. Aber wir könnten noch eine kleine Optimierung uns vorstellen. Einfach, wie man die Sportart vielleicht noch ein bisschen spannender machen könnte. Zum Beispiel finde ich, einer meiner Favoriten wäre Eiskunstspringen. Es kommt dann wirklich auf die Haltungsnoten an, auch vor allem diese ganzen lapprigen Anzüge kommen da mal weg. Also das ist so ein Punkt. Zwei Trendsportarten waren ja Snowboard Cross und Ski Cross. Also das heißt, es sind drei Snowboarder, vier Skifahrer, vier sind ja nebeneinander gefahren und man hat geguckt, wer als erstes unten ankommt. Ich finde zum Beispiel Skisprung Cross eine ganz tolle Antwort. Also du kannst oben in der Luft dich auch ein bisschen abdrängen oder so. Ich glaube, das macht es einfach spektakulärer. Und man sollte vielleicht einfach die zwei großen Sportarten, ja, wirklich Biathlon und Skispringen, einfach parallel ablaufen lassen. Dass du im Notfall, kannst du einmal gucken, wenn wir es sehen. Guck mal, da hast du die Punkte sind. Ja, okay. War nur ein Vorschlag. Also wir kommen dann einfach mal zur Innenpolitik. Also das ist nochmal das große Thema neben Vancouver. Das war mit Sicherheit bei uns die Bischöfin Margot Kessmann, also die EKD-Präsidentin, die ja betrunken war, dann zurückgetreten ist. Und ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, 1,54 Promille hat sie ja getrunken. Da hat man sich natürlich gefragt, was hat die getrunken? Messwodka? Klosterfrau Melissengeist, ich weiß es nicht wirklich. Es ist so ein bisschen, ja, was ist doch, der eigentliche Skandal ist ja nicht, dass sie Auto gefahren ist betrunken, sondern es war Fastenzeit. Ich finde ja eigentlich schade. Ich fand, sie war eine gute Frau. Ich finde, das war auch ein ganz starker Rücktritt. Vielleicht hat sie einfach auch nur versucht, Bischof Mixer mal einen kleinen Hinweis zu geben. Das ist es. Das ist es. Viele katholische Bischöfe sind ja froh, dass Scheinheiligkeit am Steuer nicht bestraft wird. Also da muss ich auch sagen, aber der Alkohol in der Kirche, ist das ein Einzelfall? Wir vom Lab haben nachgeprüft. Margot Kessmann, 1,54 Promille Alkohol am Kirchensteuer. Wir haben hier einen Alkoholtester und wir kontrollieren mal die Leute, die aus dem Dom rauskommen. Dürfen wir bei Ihnen mal einen Alkoholtest machen? Sie kommt da aus dem Dom, hier wird ja gesoffen ohne Ende. Brauchst du die richtige? Ja, okay, dann genau. Was muss ich machen? Einfach da reinpusten. Ich puste Seit Facts. Ja, unsere Hausband DJ Facts
Du spielst es richtig an, du hast es wieder drauf. Der Montag, wir haben letzte Woche eine Initiative gestartet, pro Montag. Also, I love Monday. Wirklich, es ist uns ganz wichtig, weil ich finde, das ist ein Thema, die Wirtschaft anzukurbeln, allein das Grundgefühl in Deutschland anzukurbeln. Und wir haben Leute, wir haben es gepostet auf Facebook, mit Leuten gesprochen. Wir haben jetzt hier die Mauspads, weißt du, wie du sie kennst. Wir haben die Sticker, wir haben die Aufkleber. Wir haben mit befreundeten Hackern gesprochen, die für uns gearbeitet haben. Also, einer hat jetzt zum Beispiel eine kleine Botschaft auf dem Times Square auch hinterlassen. Das sind so die Sachen, genau. Ja, man hat schon gefragt, wo das herkam. Der THW, der momentan unterwegs ist, da haben wir auch einen Freund, der ist in Afrika unterwegs, der hat dann auch da so ein bisschen was gemacht. Eine Sache hat uns echt verblüfft, wie er das hingekriegt hat. Ich weiß auch nicht, wo er, wen er da... Ja, vor allen Dingen ist es dann doch schon was lange her. Aber das Highlight ist tatsächlich unser Ministerpräsident hier NRW. Der hat gesagt, da bin ich voll dabei, das ist genau mein Thema. Weil Montag... Ja, das ist einfach... Du musst es machen. Mein nächster Gast ist, finde wirklich ein super Comedian, visueller, körperlicher Mensch, ganz großartig. Hier ist Klaus Renzel. Überlegt, wo die Stimmung heute Abend hier so hochgekocht ist, da setze ich noch eine oben drauf. Und zwar spiele ich ein bisschen Flamenco auf meiner Babygitarre. Nabelschnur haben wir dabei. Flamenco, da brauche ich erstmal ein feuriges Ole von euch und... Okay, fantastisch! Boah, Wahnsinn! Also wisst ihr was, da setze ich noch einen oben drauf. Moment, Flamenco. Malagueña. Olé! Dankeschön! Und jetzt frage ich euch, wollt ihr Rock'n'Roll? Rock'n'Roll, gut, dann lasse ich den Saal jetzt mal richtig kochen hier. Moment. Rock'n'Roll, here we go. Kommen die Jungs von Miami Vice, die rocken auch das Haus. Morgen geht's um 23.15 Uhr. Wieder los. Sieh's mal, Neo. Bis bald. Hey, how you doing? Sorry you can't get through.